Was war dein schönste oder beste Erlebnis in Kasan? Also was mir ein bisschen in Erinnerung bleibt, ist der Einlauf dort. Man läuft ein, so wie Olympia. Da sind da, weiss nicht, wie viele Leute in dem Stadion drin waren, ich glaube 40'000 oder so. Und da sind auch viele Leute, die zuschauen, dann noch im Fernsehen und alles. Und man dort einlaufen, die Schweizer Fahne. Das war etwas Besonderes gewesen. Was war dein bestes Erlebnis in Kasan? Den Kandidaten, wie jetzt zum Beispiel einem Boyer zuzuschauen, wenn er eine Niederlage erlebt, weil etwas nicht funktioniert hat und nachher wieder aufstehen kann und weiterkämpft, obwohl er verkältet war und ihn das sehr stark belastet hat, wieder aufstehen konnte, dank einer riesen Teamleistung im Hintergrund von Physiotherapeut, Mentaltrainer. Und so etwas zu sehen, wie einer wieder resetten kann und am Morgen wieder aufstehen und wieder anstehen, so, jetzt gebe ich alles, das schaffe ich jetzt. Und das sind Erlebnisse, die unvergesslich sind. Die Spannung war am grössten, wenn man gesehen hat, dass der Kandidat irgendetwas nicht gut geht, irgendetwas funktioniert nicht oder es geht nicht schlecht. Und dann steht man außen dran und kann nichts machen. Das ist ein bisschen das Spannendste und das Schlimmste, was mir passiert. Was war dein bestes Erlebnis und dein schönster Moment an der World Skills? Ja, sicher dann, wo man fertig war, wo alle vor dran standen und klatschen und du hast die ganze Last können. Ist von dir gegangen, was du jetzt hier vorbereitet hast, aber das war sicher der schönste Moment. Wie ihr alle wisst, haben Sie ja, ich sage jetzt, von Regionalmeisterschaft über Schweizer Meisterschaft, haben Sie den Weg gefunden, sind dort immer die Besten gewesen und jetzt gehören Sie zu den weltbesten Elektrikern. Wie war es bei dir damals? Ja, wir waren so fokussiert, ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf trainiert, Vollgas gegeben auf den Moment. Und als es dann durch war, hat man richtig realisiert, als ich aufgewacht habe, hallo, wo bin ich eigentlich? Und es hat dann auch eine Zeit gedauert, bis man es verarbeitet hat. Ja. Wie hast du die World Skills miterlebt? Ja, das war natürlich eine längere Sache. Als Arbeitgeber ist man da über mehrere Monate dabei. Und als der letzte Tag war schon sehr, so ziemlich emotional. Man war gespannt, wie funktioniert es, wie läuft es an Michael. Wie stolz bist du? Ich bin sehr stolz. Also ich bin die stolzeste Mutter der Welt. Sehr stolz. Weil er hat fast jede Minute Freizeit, alles hat er investiert. Man konnte zuschauen, wie er sich entwickelt, schneller wird, selbstsicherer wird. Das hat mich als Mutter schon sehr stolz gemacht.